Wir haben hier einen Denker, Carl Schmitt, der zu den verschiedenen Zeiten seines Lebens wie ein großer Kommentator Stellung genommen hat. Und zwar verschieden. Ja? Es ziehen sich Dinge durch und manche sind verschieden. Wenn Sie ihn mir mal 1932 skizzieren, was sind seine Hauptkernpunkte? Ja, 1932 hatte Carl Schmitt die Ausarbeitung seiner Hauptschriften hinter sich. Er hatte den Begriff des Politischen von 1927 publiziert, seine politische Grundlage Recht neu, auch verfassungstheoretisch als System neu zu denken. Er hatte sein großes juristisches Hauptwerk, die Verfassungslehre, geschrieben. Und er hatte in gewisser Weise seine theoretische Arbeit fürs Erste getan, wechselte 1928 aus dem katholischen Milieu Bonns nach Berlin in diese goldig brennende Hauptstadt. Und mit der besten Universität Deutschlands zu dem Zeitpunkt zu damals, in Rom nach. Ja, aber Schmitt wechselte zunächst an die nahegelegene Handelshochschule, noch nicht direkt an die Berliner Universität, da kam er ja erst mit den Nazis 1933 hin. 1928 wechselte er an die Handelshochschule und man hat sich gefragt, warum tut er das eigentlich? Da hatte er Studenten, Diplomstudenten, die gar nicht akademisch qualifiziert als Juristen arbeiten wollten. Er hat das getan, um aus der theoretischen Arbeit ein Stück weit auch in diesen Brennpunkt Berlin zu kommen und eben auch die Akteursperspektive im Zentrum der politischen Macht ein Stück weit zu suchen. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann sehr bald auch auf die Ausdeutung der Rolle des Reichspräsidenten und des Präsidialsystems gestürzt. Und 1932, wonach Sie eingangs gefragt haben, hatte er gerade eine Schrift Legalität und Legitimität verfasst, die das Weimarer Präsidialsystem in einer bestimmten Hinsicht stützen wollte. Im Sommer 1932 gab es den sogenannten Preußenschlag der Reichsregierung Papens gegen die sozialdemokratisch regierte Regierung Preußens. Und Carl Schmitt wurde unmittelbar nach Publikation dieser Schrift Legalität und Legitimität dann im Herbst 1932 ein Anwalt des Reiches, ein Anwalt Papens im wichtigsten politischen Prozess der Weimarer Republik vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig. Preußenschlag heißt, dass der Reichskanzler, ja, gedeckt vom Reichspräsidenten und dessen Recht, ja, in der Not Sonderentscheidungen zu treffen, ja, die preußische Regierung sistierte, absetzte, ja. Ja, und gewissermaßen gegen die doch mächtige preußische Schutzpolizei, ja, die da im Alexanderplatz ihren Sitz hat, ja, und ja, im Grunde sich hätte wehren können, ja, ja, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, ja, ja, ein Stück Reichswehr vorschickt, ja, also ja, ein Leutmann und sieben Mann, übertrieben gesagt, ja, ja, und der beendet die Selbstständigkeit Preußens vorübergehend, ja, ja, das Land bleibt intakt, ja, aber die Regierung wird praktisch gestürzt, ja, also, und die erhebt jetzt Klage, ja. Und da ist er der Kronjurist, ja, ja, der Reichsseite. Er ist, wobei er in gewisser Weise ja immer zu beiden Perspektiven neigt. Sie sind der Jurist, Herr Kluge, ich bin kein Jurist. Ja. Vielleicht können Sie die sehr komplizierten staatsrechtlichen Fragen des Preußenschlags besser erklären als ich. Im Sommer, Carl Schmitt, was Carl Schmitts politisches Denken ja auch auszeichnet, ist, dass er immer in der Optik der Krise, des Ausnahmezustands, des Bürgerkriegs gedacht hat. Und was Sie gerade gesagt haben, Reichswehr schießt gegen preußische Schupo, ein solches Krisenszenario des Bürgerkriegs, das war eine Seite von Carl Schmitts Denken, sozusagen das extra konstitutionelle, rein politische Denken. Und die andere Seite ist eben die Perspektive des Juristen, der politische Fragen auch ein Stück weit im Medium des Rechts auf dem Staatsgerichtshof klären möchte. Und da ist Carl Schmitt dann Anwalt des Reiches.
Dass er sehr stark in Verriss kommt nach 1945, liegt ja auch daran, dass sozusagen man eigentlich ihm nicht verziehen hat, sich mit so einem Gegenstand überhaupt zu befassen. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Bürgerkrieg und Krieg zunächst einmal die Naturalform ist. Ja, also nach 30-jährigem Krieg entsteht ein Stückchen Völkerrecht, 1848. Mhm. Nicht? Das ist ein Punkt, den er ja in sich trägt. Mhm. Ja. Und da kann ich nicht finden in seinen Schriften, dass der irgendwie im Krieg schwelgt, sondern er findet die Kunst des Friedensschlusses, ja, etwas sehr Komplexes, Interessantes und erinnert im Moment des Völkerrechts an das, was außerhalb liegt, was das Völkerrecht nicht schafft. Und so ähnlich hier. Ja, gut, diese, das kann man allgemein sagen, dass Carl Schmitt sozusagen immer als Jurist letztlich ins Recht denkt, aber als politischer Denker immer die politischen Bedingungen auch und auch die politische Fragilität des Rechtssystems betont hat. Und das tut er sowohl im Verfassungsrecht als auch im Völkerrecht, wie Sie sagen, wobei natürlich die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Schwerpunktthemen Carl Schmitts sehr schwierig ist und ein Stück weit auch über die Weimarer Republik hinausgreift. Carl Schmitt hat zwar schon in der Weimarer Republik sich intensiv auch als Völkerrechtler gearbeitet. Er denkt ja ein Stück weit auch vom Trauma Versailles her. Aber so richtig wirft er sich auf die Völkerrechtsfragen verstärkt ja eigentlich erst nach 1936. Und dann im Sinne, dass er versucht, eine rechtliche Normen zu entdecken, ja, in dieser Großraumspolitik, die er zusieht. Ja. Es entsteht jetzt hier eigentlich etwas Neues. Und er hat einmal gegen Huber etwas sehr Eigenartiges gesagt. Er hat gesagt, dieses Hitler-Regime, dem fehlt es nicht an Zustimmung in der Bevölkerung zunächst. Ja? Ja. Also es fehlt weder die Legalität völlig, noch die Legitimität. Es gibt keine Opposition. Ja. Also wenn man ein konstruktives Misstrauensvotum in Deutschland erhoben hätte, gegen Hitler, das wäre schiefgegangen. Mhm. Ja, das ist ja auch heute noch bei Historikern eine verbreitete Ansicht. Selbst Hans-Ulrich Wehler betont das, dass sozusagen die Legitimität im herrschaftssoziologischen Sinne Max Webers im Nationalsozialismus durchaus gegeben war. Einfacher gesagt, der Nationalsozialismus fand durch Terror, auch durch durch Arisierungsgewinne und anderes, durch Volksverköstigung, sage ich jetzt mal, fand er Massenloyalität. Aber, und in dem Sinne hatte er Legitimität. Ja. Er hatte sie auch im staatsrechtlichen Sinne, jedenfalls in den Augen Karl Schmitts. Ungefälschte Wahlen abhalten können. Ja, und deuten Sie eine interessante und aber auch recht komplizierte und von der Quellenlage ja nicht ganz geklärte Frage an, nämlich wie stand Carl Schmitt zum 20. Juli 1944 oder überhaupt zum deutschen Widerstand? Ja, das ist von den Quellen her, denke ich, nicht ganz klar. Das Zitat, was Sie gerade gesagt haben, geht ja dahin, dass er dem 20. Juli 1944 schon deshalb die Gefolgschaft sozusagen nicht gegeben hätte, weil er ihm keine politische Chance gegeben hätte, weil er gesagt hätte, diese Leute, sie können keine Gegenregierung bilden, sie haben nicht die Massen hinter sich, selbst im Sommer 1944 nicht. Carl Schmitt kannte mehrere Akteure des 20. Juli. Popitz zum Beispiel. Vor allem eben den preußischen Finanzminister Popitz, der wirklich ein enger Freund Karl Schmitts war. Aber nach allem, was wir wissen, hat keiner dieser Widerstandskämpfer Carl Schmitt in irgendeiner Weise eingeweiht. Das ist sehr interessant. Obwohl Popitz und nach den Quellen, nach Briefen von Popitz, Carl Schmitt noch im Herbst 1943 in sein Haus geladen hat, bei ihm zu wohnen, nachdem das Haus von Carl Schmitt zerbombt war. Also da gab es wirklich enge, auch familiäre Beziehungen, aber sie gingen nicht so weit, dass man quasi den politisch auch zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls
unsicheren Kantonisten, der für viele Leute immer noch ein klarer Nazi war, dass man den in irgendeiner Weise hineingezogen hätte. Wo würden Sie ihn festmachen? Man kann ja doch sozusagen geprägt sein in einer Zeit, als es die Nazis in dem Sinne gar nicht gab. Ja? Ein Mensch wie Carl Schmitt ist ja viel früher geprägt. Ja. Und auch gegen Opportunismus. Teilweise gefeit, teilweise nicht gefeit. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil Carl Schmitt ja ein sehr rätselhafter und vieldeutiger, auch in vieler Hinsicht schwankender Mensch gewesen ist, der vielleicht noch nicht einmal selbst immer ganz genau gewusst hat, wo er eigentlich steht. Dann muss man wohl Carl Schmitts Werk in hohem Maße auch entwicklungsgeschichtlich betrachten. Carl Schmitt hat nicht zu jedem Zeitpunkt das Gleiche vertreten, weder theoretisch noch politisch praktisch. Und zu den Nazis ist er definitiv erst nach dem Ermächtigungsgesetz gegangen. Also noch nichtmals direkt nach der Ernennung Hitlers zum Kanzler. Er ist ja auch sehr schwer angegriffen worden, wiederum innerhalb des Dritten Reichs. Ja. Es gibt ja sofort Rivalen. Ja, ja, sofort gibt es Rivalen in 1933. Die kann Carl Schmitt noch ganz gut klein halten. Und dann gibt es später andere gefährliche Rivalen, insbesondere die SS. Ja. Und nach 1936, Carl Schmitt verliert im Dezember 1936 alle seine Ämter, alle Funktionen in der Gleichschaltung der Rechtswissenschaft und Justiz. Nach 36 ist sicher bei Carl Schmitt ein langsames Umdenken zu beobachten. Was mir auch nicht ganz klar ist, was ich aber als eine Konstante von Carl Schmitts meine zu sehen, wenn Carl Schmitt überhaupt moralisch-politische Hemmungen hatte und feste Überzeugungen, dann beziehen sie sich schon auf den Krieg. Der Krieg oder ein bestimmtes Niveau der Entfesselung des Krieges, Sie haben auch am Anfang davon gesprochen, hat Carl Schmitt wohl zu jedem Zeitpunkt abgelehnt. Es ist auffällig und ungewöhnlich, eines der vielen Ungewöhnlichkeiten dieses sehr ungewöhnlichen Mannes, dass er ja den Ersten Weltkrieg abgelehnt hat, die Ideen von 1914 nicht gut geheißen hat, 1914 noch massiv den preußischen Militarismus verwehrt, in gewisser Weise eine Niederlage Deutschlands herbeisehnt. Und diese Grenze auch der Tabuisierung eines entfesselten Krieges, die sehe ich bei Carl Schmitt jedenfalls ab 1942 etwa wieder. Ich denke, mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs, mit dem Russlandfeldzug, dem Kriegseintritt der USA und der sich abzeichnenden Niederlage Nazi-Deutschlands, in diesem Zustand des entfesselten Krieges, denke ich, ist Carl Schmitt wirklich dann auch mit den Nationalsozialisten entzwei. Na, so wie Generaloberst Fromm, wie Generaloberst von Esebeck, wie jeder Sektschüler, ja, nicht? Das ist sozusagen, ja. Darin ist er ist er ja im Grunde jemand, der auf der konservativen Seite der Weimarer Republik festen Halt hätte. Aber jetzt frage ich Sie mal etwas ganz anderes, philosophisch, ja, gibt es doch das Bild des Leviathan in seinen Schriften. Der Leviathan, ja, festgemacht an dem Buchtitel von Hobbes. Ja? Und Hobbes geht aus von ein Mensch ist des anderen Wolf. Ja? Die Gesellschaften sind gefährlich. Mhm. Sie sind sozusagen, der Bürgerkrieg ist in ihnen angelegt. Ja. Und wir brauchen den Souverän, ja? Damit Menschen sozusagen wie durch ein Über-Ich, ja? Wie durch einen Charakter zusammengehalten werden. Ja? Und das geht nur durch Zwang. Also ein Mensch ist des anderen Wolf, wäre jetzt nicht die Auffassung von Adam Smith oder von Hume. Ja. Die würden sagen, die Wölfe sind eigentlich gesellige und sind im Grunde Hordentiere, ja, fressen nie mehr, als sie Hunger haben. Ja. Also sie würden eine Verteidigung der Wölfe schreiben. Das heißt, sie würden allerdings zugeben, dass Menschen gieriger sind und gefährlicher sind als Wölfe. Ja. Sie würden dann die Einfühlung predigen. Und das ist ja kein Gedankengang, ja, von Schmitt. Wenn Sie mir mal das beschreiben, also wenn Sie Hume auf die eine Seite setzen, nicht Locke, und auf die andere Seite den Hobbes setzen, wie würden Sie jetzt hier unseren
Augsburger Religionsfriedensvertreter, unseren Kardinal, einteilen? Ja, zunächst mal als jemand, der äußerst misstrauisch ist, auch gegen philosophische Begründungsmodi, auch über die Ausarbeitung einer philosophischen Anthropologie, der zu jedem Zeitpunkt seines Werkes den Titel des Philosophen für sich zurückgewiesen hätte. Vielleicht müsste ich das einschränken, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Der also anders als Hobbes auch keine anthropologische Theorie, Basistheorie seiner politischen Theorie angeboten hätte. Karl Schmitt bekennt sich immer zu einem gewissen anthropologischen Pessimismus und der ist auch aus der Sicht des Biografen betrachtet natürlich sehr erfahrungsgrundiert. Aber Schmitt hätte es immer abgelehnt, philosophisch-politische Zoologie zu treiben. Und da also etwa sich an die Verhaltensforschung oder an die gehlensche Anthropologie anzuschließen oder gar an die SS-Anthropologie. Ja? Also er hat... Er war dem philosophischen Begründungsanspruch gegenüber äußerst skrupulös. Und insofern ist es auch nicht ganz richtig, ihn als Hobbesianer zu bezeichnen. Ja, er sagt einfach, er ist Hobbesianer nicht als Philosoph, sondern aus der Perspektive des politischen Denkers. Und da sagt Karl Schmitt auch ganz begrifflich präzise, jede politische Theorie muss mit einem anthropologischen Glaubensbekenntnis arbeiten. Und dieses Glaubensbekenntnis muss zumindest dem Gedanken Raum geben, dass ein Mensch dem anderen gefährlich sein kann. Also dieses Axiom, ja, ist sozusagen Schmitts Glaubensaxiom konträr gesetzt gegen anarchistische politische Pädagogiken, die vom guten Menschen ausgehen. Karl Schmitt hat also keinerlei Versuche unternommen, etwa auf Basis soziobiologischer Theorien seiner Zeit oder gar des nationalsozialistischen Rassismus, ja, sein Axiom von der Gefährlichkeit des Menschen zu belegen. Er hat es einfach gesetzt als eine überwältigende Erfahrungstatsache, die er ja nun auch von Jugend an mit dem Ersten Weltkrieg und anderen Krisenlagen erlebt hat. Und von daher kommt jetzt so ein Satz wie, die genaue Bestimmung des Feindes ist der Kern des Politischen. Gut, also ja, das sind ja alles Erfahrungssätze, die sozusagen historisch-politisch offen sind und man muss sich jeweils genau angucken, welche Akteure einander gefährlich sind. Und an der Stelle hat Schmitt immer ein Repressionsmodell vertreten, was Sie ja gerade angedeutet haben. Das heißt, Karl Schmitt hat da stets ein Stück weit aus der Perspektive diktatorischer Unterdrückung politischer Virulenz argumentiert.
an der Stelle vielleicht wirklich wie ein Ordnungskonservativer, der die Leute einfach politisch klein halten will. Aber das ist nicht sein Anliegen, sie klein zu halten, sondern er studiert die Französische Revolution, er sieht, sie führt zur Guillotine. Ja, nicht? Er untersucht ja historisch sehr viele Faktenmassen. Ja. Und daher kommt diese skeptische Haltung. Ja, das ist richtig. Nach seiner Meinung müsste Montaigne, ja, also ein Mann, der ein Skeptiker ist, der aber gewiss nicht irgendwie andere Leute unterdrückt. Ja. Aber er müsste eigentlich ihm zustimmen, meint Schmidt. Interessant ist auch dann, dass Karl Schmidt durchaus, wenn es nun um philosophische Referenzen geht, aus den, ich sag mal, harten, ja, doktrinären Theoretikern flieht, ja, auch in Richtung Moralistik, etwa Montaigne, Rivarol, andere, im Gespräch mit Ernst Jünger. Karl Schmidt hat da schon auch eben Neigung zu einem sozusagen weit und weich gefassten Denken. Er sucht Anregungen, wo er sie kriegen kann. Er ist, glaube ich, in einem relativ präzisen Sinne primär ein Intellektueller. Weder ein Philosoph, der von daher seine Theorien bezieht, noch sozusagen ein religiöser Dogmatiker. Er ist ein Intellektueller, der mit Gedanken spielt. Wie hätte er das Wort intellektuell ausgelegt? Als sozusagen eine Tugendlehre, ja, des Intellektuellen. Und das ist eine schwierige Frage. Von Erasmus von Rotterdam könnten Sie angeben, was die Tugenden des denkenden Menschen wären. Ja, ja, das also ist ja nicht ganz identisch mit dem, was Karl Schmidt sagen würde. Ja, ich denke, der Begriff des Intellektuellen wird wissenssoziologisch ja in der Weimarer Republik in gewisser Weise präzisiert durch Karl Mannheim und andere. Das sind Begrifflichkeiten, die Karl Schmidt abgelehnt hat. Karl Schmidt hat natürlich freischwebende Intellektuelle, ja, als subversive Potenziale abgelehnt aus den gerade genannten Gründen. Also wenn man denkt, muss man ordentlich sein. Ja, ja? Karl Schmidt war ja tief beeindruckt und auch von der 48er-Bewegung und der Vormärzbewegung und hat sich genau angeguckt, wie quasi die soziologisch ortlosen, institutionell ortlosen Akademiker, wie die sozusagen Revolutionspotenziale entwickeln und organisieren. Aber sofort Fraktionen bilden, sich auf nichts einigen. Ja, ein konstruktives Misstrauensvotum ihrerseits hätte zu nichts geführt, keiner Gegenregierung geführt. Sie hätten nichts gegen Bismarck gewusst. Ja. So würde er etwa denken. Aber wenn Sie jetzt mal die Tugenden, ja, also meinetwegen bei Seneca ist die unerschütterliche Ruhe, die Ataraxia, ja, die Behauptung der Würde, ja, dass lieber sterbe ich, ja, als dass ich mich aufgebe. Ja. Das sind ja bestimmte stoische Ideale. Ja. Wie hießen die Ideale bei ihm? Gut, ganz anders. Zunächst einmal war Schmidt ein Leser der Moralistik ohne eine starke Unterscheidung von Moral und Politik. Er hat eben nicht sozusagen die moralische Individualität und Subjektivität gesucht und kultiviert. Er hat ja Positionen des radikalen Individualismus von Anfang an abgelehnt. Da war er ein Stück weit auch ein Jurist seiner Zeit. Karl Schmidt hat versucht, die Individuen vom Normsystem des Rechts her zu binden und einzubinden. Und an der Stelle war er positionell eben ein Anti-Individualist und auch ein Anti-Liberaler. Also Karl Schmidt hat immer wieder auch nach neuer Elite gesucht, ein Stück sie auch in intellektuellen Kreisen gesucht,
aber dann eben in den Kreisen der Rechtsintellektuellen der späten Weimarer Republik eine Schlüsselbegegnung und Schlüsselerfahrung ist hier wahrscheinlich die Begegnung mit Ernst Jünger. Karl Schmidt begegnet Ernst Jünger 1930 und bleibt dann mit Höhen und Tiefen lebenslang über 50 Jahre hinweg mit Ernst Jünger befreundet. Und dadurch lernt er intellektuellen Kreise kennen, die ja publizistisch, politisch sehr stark radikalisiert und organisiert sind. Und in diesen Kreisen sucht Karl Schmidt ein Stück weit seine neue Elite und er wirft sich ein Stück weit selbst auch in diese Elite hinein. Man hat gesagt, Karl Schmidt wurde dann nach 1930 der Jünger seiner Jünger. Und das, denke ich, trifft vieles zu. Er ist ein Stück weit doch auch durch Ernst Jünger und dessen Kreise in die nationalistischen intellektuellen Kreise hineingerutscht. Der konservativen Revolution. Ja. Ja. Also man könnte Neokonservative so ähnlich nehmen, die ja auch abstammen. Ja, über Stanford ist ja sehr viel überliefert von den Neokonservativen der Weimarer Republik hin zu den Neokonservativen in den USA, sagt man. Ah, ja. Ja, ich denke, das ist ein sehr problematischer Begriff, der häufig kritisiert wird. Aber ich denke, es ist richtig zu sagen, der Altkonservatismus im Sinne einer monarchistischen und christlichen Tönung, und Haltung, der war des preußischen Stils auch in der Lebensführung, der Haudegen-Mentalität. Das war in der Weimarer Republik passé mit der Abdankung der Monarchien. Und wir sind jetzt Kommentatoren einer neuen Zeit. Ja. Nicht? Und in dem Sinne hat auch Karl Schmidt selbst einen sehr massiven Bruch innerhalb der rechtsintellektuellen Front, sage ich jetzt mal, festgemacht, den Bruch mit der alten Legitimität, mit der dynastischen Legitimität. Karl Schmidt hat sich selbst als ein neuer Typus des Rechtsintellektuellen verstanden. Hier gibt es einen eigenartigen, sehr späten, später Arbeit über den Partisanen. Ja. Wenn Sie mir das mal schildern, Begriff des Partisanen. Ja, nun, das ist natürlich eine verblüffende, überraschende, aus heutiger Sicht scheinbar geradezu hellsichtige Schrift von 1963, die Karl Schmidt sich quasi zum 75. Geburtstag schenkt. Also vor der Protestbewegung, bevor die davon sprechen. Ja, die zurück und vorausschaut, die auch eine, die sicherlich zu den aktuellsten Schriften Karl Schmidts gehört, weil sie Phänomene des gegenwärtigen, auch technisch aufgerüsteten und nationalistisch im Grunde entorteten, würde Karl Schmidt sagen, geschwächten Partisanentums und Terrorismus ausmacht, weil sie da auch mit dem Gedanken eines ständigen Formwandels des Partisanen auch wirklich intellektuell attraktiv ist, mit der Frage danach, was ist denn eigentlich die heutige Artikulationsform von Partisanentum? Sind sozusagen nur Terroristen Partisanen? Das alles sind hochgradig interessante Überlegungen, die Karl Schmidt wirklich auch sehr kreativ und ernst durchdacht hat. Aber diese Schrift ist natürlich in anderer Weise auch eng verbunden mit der Bedeutung des Partisanenkampfes im Zweiten Weltkrieg und überhaupt. Diese Schrift schreibt eine Geschichte des Verhältnisses von Preußentum und Partisanentum. Und Karl Schmidt behauptet, ein Missverhältnis Preußens zum Partisanentum. Und das ist allerdings auch eine Stellungnahme zur Kriegsführung Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Karl Schmidt sagt in gewisser Weise, es ist den preußisch-deutschen Traditionen fremd gewesen, das Kriegsrecht wegzuwerfen und in dem Sinne die kriminelle Energie des Partisanen im vollen Maße zu entzünden. Und damit, denke ich, liegt er nicht auf einer Linie mit dem, was wir heute über Wehrmachtsverbrechen und die Zerstörung des Kriegsrechts auch im Nationalsozialismus wissen. Das müssten Sie mir nochmal erklären. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Napoleon steht mit 300.000 Mann vor Madrid.
Er verkündet die Freiheitsrechte und die der Französischen Revolution. Und die Bauern, die jetzt von den Feudalherren emanzipiert sind, die von der Vormundschaft der Kirche befreit werden sollen, die ermorden nachts seine Grenadiere aus Westfalen. Ja? Ja. Und er exekutiert und füsiliert diese gefangenen Partisanen oder ihre Vertreter oder die Geiseln am Tag. Ja? Und das ist etwa sozusagen eine der Bedingungen seines Sturzes, denn das wiederholt sich in Russland in anderer Gestalt. Ja? Und das ist jetzt die Ordnungsmacht, ja? Die glanzvolle Armee, ja? Das, die geordnete Kriegsmacht, ja? Gegen hier die asymmetrisch sich verhaltende Aufständische. Wobei alle Fronten sich verwirren. Was Sie betonen, das macht auch Carl Schmitt. Er betont sozusagen die historische Priorität des spanischen partisanischen Nationalismus im Kampf gegen Napoleon. Da muss man bedenken, dass die Theorie des Partisanen aus Vorträgen hervorgegangen sind, die in Spanien gehalten wurden. Und in gewisser Weise war ja Spanien nach 1949 Schmitts politische Wahlheimat. Das frankistische Spanien, in das auch die Tochter Carl Schmitts geheiratet hatte. Ja. Und insofern war es für Carl Schmitt auch ein Akt der Höflichkeit, dem spanischen nationalistischen Widerstand die Tugend der historischen Priorität zuzusprechen. Aber Carl Schmitt betont eben auch, dass dieser Impuls einer ersten Auflösung des klassischen Kriegsrechts und auch, wie Sie gerade gesagt haben, einer ersten Aufnahme partisanischer Methoden in den Nationalkrieg dann von Preußen übernommen wurde, schon im Kampf gegen Napoleon. Carl Schmitt würde sagen, als empirische Aussage, und das ist sicherlich auch eine Aussage, die hohe Aktualität bis in unsere heutigen politischen Fragen hinein hat. Mit Partisanen kann man nur auf Partisanenart kämpfen. Das ist ja auch das große Thema von Herfried Münkler und anderen bei der Frage, kann man mit den Mitteln des klassischen Krieges und Kriegsrechts den asymmetrischen Krieg besiegen? Ja, da ist natürlich auch schon Carl Schmitt skeptisch. Ja. Er sieht einfach die enorme Bedeutung des asymmetrischen Kampfes und das hat er nicht im gleichen Maße auch empirisch erforscht, wie das heute geschieht. Aber das sind sicherlich Fragen, für die wir heute immer wieder furchtbare Aktualitätsbeweise haben. Würden Sie den Rang von Carl Schmitt als Denker, als Herausforderung, ob man nun mit ihm übereinstimmt oder nicht, als Kommentator, mit wem würden Sie ihn im 20. Jahrhundert vergleichen? Würden Sie ihn mit Max Weber vergleichen? Zunächst einmal ist Carl Schmitt ja wirklich ein legitimer Schüler, was nun die gesamte Aufnahme des Weberschen Werkes und auch die persönliche Begegnung mit Max Weber angeht. Carl Schmitt gehört schließlich zu den wenigen Menschen, die dann mit dem reifen Max Weber als akademischer Lehrer ernsthaft zu tun hatten. Carl Schmitt hat ja mehrere Vorträge, eine Vorlesung von Max Weber gehört und saß auch bei Max Weber im Dozentenseminar. Carl Schmitt war ein echter Kenner Max Webers und seine Theorie denkt sicherlich auch in vieler Hinsicht mit Max Weber. Carl Schmitt gehört wie Max Weber oder Kant zu den Autoren, die ungeheuer scharfsinnig den Leser auch begrifflich fordern.
Mit Max Weber oder Hegel teilt er die ungeheure Interdisziplinarität und auch den Tiefsinn des Werkes. Und ich sage gerne, Carl Schmitt ist ein Autor, der auch abgesehen von vielen Dunkelheiten und Fragen seines theoretischen Zentrums und anderes den Leser hebt, intellektuell hebt. Ja, aber nicht in dem, in dem gleichen Maße wie Kant oder Max Weber, bei denen man in eine geradezu terroristische Begriffsschulung geht, ja, und dann sozusagen mit einem Gebäude gewandelter Begriffe wieder heraustritt. Also weniger Sinnzwang. Ja, aber Carl Schmitt ist eben an der Stelle ein viel offenerer und auch explorativerer und esoterischerer Kopf, der aber immer wieder auch sozusagen von hoher Originalität und Kreativität ist. Ich sage gerne. Hat er über Shakespeare geschrieben? Ja, nicht? Ja, ja, natürlich. Bekannt. Ja. Er wusste noch einiges mehr. Und ich würde gerne, Herr Kluge, noch eine kurze Formel anschließen. Ja. Eine epigrammatische Überspitzung, wenn Sie so wollen. Ja. Carl Schmitt fasziniert auch deshalb, weil man bei ihm quasi Scharfsinn, Tiefsinn, Unsinn und Wahnsinn fast unterscheidbar zusammengemixt hat. Und das ist faszinierend. Es ist echter Scharfsinn, es ist echter Tiefsinn und es ist aber auch ein Spurunsinn und auch Wahnsinn. Es gibt Dada, eine Ausdrucksform, die aus dem Ersten Weltkrieg entsteht. Ja? Und nachdem sozusagen sehr viel Sinnhaftigkeit zu dem Unglück von 1914-18 geführt hat, kommt jetzt hier eine Reaktion. Ja, große Reiche muss man leiten, wie man kleine Fischlein brät. Das ist ein typischer Dada-Satz. Ja. Würde er so etwas verstehen? Ja, sicher. Also er würde vermutlich die Metaphorik auch wieder ergründen und dann doch auch ein Stück Sinn im Unsinn suchen. Carl Schmitt war ja eine Bohème-Figur im hohen Grade, der Künstlerkontakte suchte, der sich niemals mit langweiligen Professoren unterhielt, der ja von Jugend auf schon als 1912 begegnet er dem expressionistischen Dichter Theodor Deubler, und der Dadaismus entwickelt sich ja ein Stück weit aus der expressionistischen Zertrümmerung auch der grammatischen Strukturen und der üblichen Semantik heraus. Das alles sind Dinge, die Carl Schmitt sehr ernsthaft betrieben hat, die er auch historisch-politisch sozusagen sehr ernsthaft gedacht hat, auch metaphysikgeschichtlich gedacht hat. Für Carl Schmitt war der Erste Weltkrieg wirklich ein Epochenumbruch. Und diese ungeheure auch literarische Kreativität bis ins Dadaistische hinein hat Carl Schmitt sich auch bis über sein 90. Lebensjahr hinweg bewahrt. Also der Versuch etwa mit Verfahren von automatischer Ecriture oder anderem, zu experimentieren und zu kreativen Einfällen zu geraten. Diesen Versuch hat Carl Schmitt bis ins höchste Alter hinein ununterbrochen in dem geradezu wahnsinnigen Buribunkentum seines literarischen Kosmoses immer wieder bis ins Extrem gereizt. Eine Schrift von ihm, das ist eine Satire auf Intellektuelle. Buribunken sind Leute, ja, nicht? Ja. Verrückte Leute. Ja. Romantische Intellektuelle, die Carl Schmitt sozusagen hasste und zu denen er in hohem Maße gehörte. Nochmal dem Ersten Weltkrieg, was hat er da gemacht? War er da irgendwie in einem Stab tätig? Zunächst einmal hat er das zweite juristische Staatsexamen gemacht und er hat eine falsche Gräfin geheiratet, Februar 1915. Also er war ja Referendar, 1910 promoviert und erstes Staatsexamen, dann für damals 5 Jahre Referendarsdienst. Bis zum Februar 1915 war er im Referendarsdienst in Düsseldorf und dann gelang es ihm durch seinen
durch seinen Mentor, akademischen Lehrer, durch seinen Doktorvater Fritz von Kalker sozusagen vor dem Frontdienst bewahrt zu werden. Kalker war Major in München in der Kaserne und der holte Karl Schmidt nach München. Schmidt hatte also als Adjutant oder sowas. Als Verwaltungsjurist kam er dann ins Generalkommando. Er war Verwaltungsjurist in der Heeresverwaltung, Karl Schmidt, und zwar über das Ende des Ersten Weltkriegs hinaus bis in den Frühsommer 1919. Und das heißt auch, Karl Schmidt hat Kriegsende und Rätediktatur und Räteregierung in München vor Ort aus erster Nähe, aus der Perspektive eines Verwaltungsjuristen im Generalkommando erlebt. Und von daher datiert natürlich auch ein Stück weit sein Revolutionstrauma und auch seine starke Option auch für diktatorische Konfliktregulierung.